Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute am Heiligen Sonntag machen wir wieder den Wochenrückblick. Der geplante Partner auf der linken oder rechten Seite fehlt. Mario irgendwie unterwegs im Auftrag des Herrn. Ich leider heute Abend verhindert durch den Stammtisch in Frankfurt. Deshalb nehmen wir das Ganze um 15:45 auf. Ihr hört Flugzeuge, weil ich schon in Frankfurt am Stammtisch bin. Aber denkt dran, den Kanal zu abonnieren, Glocke, Like und Kanalmitgliedschaft kommentieren. Ihr wisst ja, wie das geht. Wir werden pünktlich um 19 Uhr das abspielen für euch. In der Woche waren viele Dinge passiert. Am Montag war ein Thema zum Beispiel die Green Lounge in München. Ich gehe eher davon aus, nicht nur, dass man die Zielgruppe noch sucht, sondern auch deshalb, dass es wirklich nachhaltiger sein muss, was kein Problem ist. Aber dieses Ganze dann so zu zelebrieren, als ob Luftfahrt etwas Grünes ist, das passt nicht. Passend dazu ist ja Carsten Spohrs Verlängerung in die Bahn geschoben für den Vorstandsposten bei der Lufthansa. Dann hatten wir noch am Montag den Unfall mit dem beinahe Zusammenstoß in Austin, aber auch in New York gab es ein Update. Dann hatten wir Damian, der uns die Dreifachmeilen-Aktion in Polen näher gebracht hat. Waren ja leider keine Statusmeilen, sondern sind halt wirklich Prämienmeilen. Aber für das Geld natürlich eine coole Geschichte. Ja, die Bonvoy Promotion ist auch in die Bahn geschoben worden mit den doppelten Nächten und 1000 Punkten. Da ist dann auch bei einigen das nachträglich möglich gewesen, die Aktion zu gut zu schreiben. Dann, was hatten wir als nächstes? Wir hatten dann als nächstes den Terminal-Ausfall, hätte ich fast gesagt. First-Class-Terminal, ich bin heute dran vorbeigefahren mit dem Bus. Das war aber eine geplante Baumaßnahme im First-Class-Terminal bei der Lufthansa. Da ist es so gewesen, dass wir sogar eine Ente hatten. Ich habe leider kein Bild. Ich habe es irgendwo auf Facebook oder sowas gesehen. Im Blaumann. Also eine sehr schöne Geschichte und das wird ab Montag sollte es wieder ordentlich sein. Auch die Maskenpflicht in Spanien ist gefallen. Heißt also, da gibt es dann keine Maske mehr, was ja auch durchaus Sinn macht. Das, was auch erschreckend war, war die Nummer mit Qatar Airways, die aus Doha raus gestartet sind und dann in der Kurve abgedriftet sind und dann 250 Meter über dem Wasser wieder die Kurve im wahrsten Sinne des Wortes bekommen haben. Das war in Ordnung. Und die Flying Blue Aktion mit 100% Meilen, die müssen wir uns auch nochmal angucken. Und wir haben einen Deal, so einen Deal gehabt, den fand ich auch spannend, ab 1299 nach Nordamerika. Wobei wir ja die ganze Woche auch Deals haben und dann nehme ich das Ganze von Donnerstag und Freitag vorweg. Die Valentinstage werfen ihre Schatten voraus. Also ist eigentlich nur der Valentinstag, der 14. Tage hat man das Gefühl, weil die Lufthansa, die Swiss, aber auch die Austrian und die LOT Angebote rausgeknallt haben. Aus Wien heraus gab es die Premium Economy, aus der Schweiz heraus Business und auch Economy, sowohl auf der Europastrecke als aber auch auf Nordamerika-Strecken zum Beispiel. Also da könnt ihr auch nochmal schreiben, was ihr davon haltet. Wir haben dann das Thema gehabt mit der Geschichte, dass man in Frankreich ja den innerfranzösischen Verkehr reduzieren wollte. Aber das Gegenteil ist der Fall. Heißt also, die Verkehre haben sogar zugenommen. Weiter geht es dann mit dem Thema Virgin Atlantic ist SkyTeam-Member geworden. SkyTeam-Member, insofern ist das ja eine gute Nachricht, aber SkyTeam ist ja nicht bekannt dafür, dass die, naja, wie soll ich das jetzt formulieren, ohne dass es ein Problem darstellt, politisch unkorrekt zu sein. ITA ist immer noch nicht integriert, außer bei Korean irgendwie gefühlt. Ich hoffe, dass das bei der Virgin Atlantic wesentlich schneller und besser läuft. Dann La Compagnie, die Fluggesellschaft aus Frankreich, die mit nur Business Class fliegt, hat zwei neue Flugzeuge im Angebot ab 2024, ab 2025. Finde ich auch eine interessante Geschichte, dass dieses dann funktioniert. Dann hatten wir noch eine Geschichte mit der Mietwagen-Promo, die ich euch näher gebracht hatte, die dann
targeted war wahrscheinlich. 2000 Punkte bei Herz, bei Sixt, aber auch bei Avis. Wir waren die anderen beiden, kriege ich jetzt gerade nicht zusammen. Da könnt ihr, wenn ihr mehr als zwei Tage, also mindestens zwei Tage bucht, die Promotion bekommen und 2000 Meilen pro Anmietung. Auch eine coole Geschichte, oder? Und dann sind wir auch schon fast mit der Woche durch. Da gab es nämlich den Partner-Sale, den hatte ich angesprochen. Aber auch die Angebote der Qantas, die wollen ja direkt wieder von Australien nach Europa fliegen. Frankfurt im Allgemeinen, da brauchen wir ja nur aus dem Fenster rauszugucken. Das ist eine coole Geschichte. Wir haben dann auch nochmal Singapur als Thema gehabt, auch mit der Covid-Impfung, dass es dann komplett wegfällt, auswegen ist nicht. Man hat das Problem nicht mehr, dass man, wenn man nicht geimpft ist, dahin fliegen kann. Europa Partner Sale, hatte ich ja gesagt, Nordamerika bei der Swiss und bei der Lufthansa, aber auch bei der Swiss Nordamerika als richtig cooler Deal. Das waren auch schon die Tage, war der Tag jetzt der 10., also vor zwei Tagen, Freitag war es. Das, was ich vielleicht auch noch interessant finde, ist halt wirklich, dass es jetzt wirklich ernst wird. Oh, das Flugzeug. Es gibt keinen schöneren Klang, deshalb bin ich gerne am Flughafen. Ich hoffe, ihr auch. Ist Air India. Air India ist ja im wahrsten Sinne des Wortes 500 Flugzeuge wollen die haben. 500, das ist die größte Bestellung in der Geschichte. Unglaublich. Also ich bin da gespannt, was da wirklich am Ende dann hinten rauskommt. Man hat ja einiges schon gehört. Und gestern das Thema war auch etwas spektakulärer. Da war das Problem zum Beispiel mit dem 737 MAX, dass dort die Vergleichsvereinbarung zwischen Boeing und dem Department of Justice, DOJ, Bestand hat. Das heißt also, dass die Mitfliegenden, durch ihre Verwandten natürlich vertreten worden sind, die verstorben sind, haben keine Möglichkeit mehr, diesen Vertrag aufzudröseln. Und der Richter hat halt wirklich klare Worte gefunden dafür, dass das in seinen Augen ein großes Verbrechen ist. Ich kann euch nur sagen, ich finde das ebenfalls schade und daran sieht man halt, dass so große Firmen eigentlich kein Gewissen haben. Sehr schwierig. Auch spannend fand ich das Thema mit Iberia, dass die verklagt worden sind wegen des Kleingelds. Ich hätte da mal die Meinung von Mario gerne gehört, ob er da wirklich auch so ein Fan ist. Ich muss heute sagen, ich war heute ja mit einem meiner Kunden, waren wir essen am Flughafen. Essen ist jetzt übertrieben, es war McDonald's. Aber so ein McRib muss sein, weil das gibt's gar nicht. In Finnland gibt's kein McRib. Gibt ja auch nirgendwo anders als in Deutschland McRib. Und ich hatte auch schon Angst, dass es dort eine McRib-Verknappung geht. Aber bevor ich vom Thema abdrifte, wollte ich Apple Pay machen. Und das ging nicht. Ja, also das heißt, ich habe mein Telefon getappt und klappte nicht. Dann habe ich das Ganze versucht mit App zu machen. Ging auch nicht. Ich musste dann eine europäische Visa-Karte nehmen, also die amerikanische American Express. Ging leider nicht, die da 4 Punkte gegeben oder 4% Rück-Kickback gegeben hätte für das Essen. Also insofern, vielleicht ist Bargeld doch besser. Aber das wäre interessant gewesen, wie der Kollege Mario, der hier irgendwo links oder rechts normalerweise sitzt, das gesehen hätte. Ja, und dann nochmal danke, dass ihr die Anfragen geschickt habt für die Themen. Ihr könnt ja nochmal, wenn ihr das für die amerikanische Hilton-Karte mit der Diamond-Karte, die dabei ist, also die Kreditkarte, wenn ihr es haben wollt, könnt ihr mir nochmal einen Link schicken auf WhatsApp hier. Seht ihr die Nummer? Bin ich richtig? Da. Ding, 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 ding. Also der Nummer könnt ihr mir WhatsApp schicken, dann schicke ich euch den Link und dann könnt ihr da den Zugang requesten. Denkt dran, unten in dem Dokument sind nochmal andere Dokumente verlinkt. Dafür könnt ihr euch auch dann Zugang schicken lassen, wenn ihr daran interessiert seid. Das nur zu dem Thema Kreditkarten. Jetzt wollten wir noch ein Thema machen. Nee, damit haben wir eigentlich alles gesagt. Außer, dass Iberia halt verklagt worden ist wegen des Bargelds, was komplett Banane ist. Ja, damit sind wir dann auch die Woche schon durchgerutscht, haben fast wieder 10 Minuten hier gehabt. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Heute ein Setup aus dem Hyatt Place. Ich bin auch mit dem Licht hier. Können wir auch mehr Licht anmachen? Zack. Wow, voll verstrahlt.
mit dem iPhone finde das Bild ganz okay, aber ich finde es mit meiner anderen Kamera wesentlich besser. Deshalb begleitet mich heute Abend vielleicht zum Stammtisch, wenn er kommt, wenn ihr in Frankfurt seid. Könnt ihr ja noch vorbeikommen. Wir sind ja länger wahrscheinlich da sitzenderweise unterwegs. Und vor allem denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke, Like, kommentieren und Kanalmitgliedschaft. Das sind die Themen, die wir alle haben. Also, danke, dass ihr heute dabei wart und wieder in Alter und Frische. Und freue mich auf euch bei einem der anderen Stammtische. Wir haben ja Warschau am 24. Ich muss darauf nochmal hinweisen, sonst kriege ich von Damian Anschluss. Aber jetzt bin ich wieder raus. Also bis dann. Ciao.